Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Machina! Ja, da kommt etwas aus der Maschine. Wir alle lieben es, wenn etwas aus einer Maschine kommt. Aus der Kaffeemaschine beispielsweise. Aber in diesem Fall handelt es sich vielleicht um etwas Komplexeres, nämlich komplette menschenähnliche Roboter. Die hat uns nämlich der Regisseur Alex Garland im Jahr 2014 auf die Pelle geschickt. Garland ist ja derjenige, der bereits als Regisseur von Filmen wie Auslöschung und dann später Oh Man, was dich sucht, wird dich finden, mich persönlich wirklich teilweise einfach fassungslos stehen hat lassen, der aber im Jahr 2000 den Film The Beach geschrieben hat, nämlich sogar die Romanvorlage, der dann später mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle verfilmt wurde und witzigerweise noch immer hierzulande nicht auf Blu-ray veröffentlicht wurde, was mich sehr, sehr ärgert. Hat allerdings auch den schlechtesten Zombie-Film aller Zeiten, 28 Days Later, geschrieben. Irgendwie mag ich diesen Typen nicht. Da hilft's nicht, dass er den absolut großartigen Dread im Jahr 2012 geschrieben hat. Wie zum Teufel kann derselbe Mensch für Man, 28 Days Later und fucking Dread verantwortlich sein. Aber wir kommen zu einem durchaus interessanten Science-Fiction-Konzept von ihm, nämlich dem Film Ex Machina. Den habe ich tatsächlich bereits in mehreren Versionen in meiner Sammlung, allerdings eben nur als Standard Blu-ray. Was ich allerdings bei diesem Film interessant finde, ist, dass laut der Angabe in der IMDb, obwohl dieser Film bereits aus dem Jahr 2014 ist, man damals tatsächlich schon über ein natives 4K Digital Intermediate gearbeitet haben soll, was diese 4K Neuauflage von dem Film dann tatsächlich auch zu einer nativen 4K Scheibe macht und damit zu einer, die man findet, ich als 4K-Fan auch durchaus als Upgrade in seine Sammlung holen sollte, vor allem, wenn man den Film so wie ich eh noch nicht gesehen hat und eh noch darauf wartet, dass man endlich einmal dazu kommt, da kann man ja quasi dann auch gleich einmal auf die bestmögliche technische Performance gehen. Dabei bekommen wir übrigens bei diesem Film, wenn wir hier mal einen kurzen Blick auf das Backcover werfen, auf der 4K UHD und auch auf der Blu-ray den deutschen Ton mit dabei. Das Steelbook ist ja eben auch im deutschsprachigen Raum erschienen, ist allerdings mittlerweile, wie so viele andere deutschsprachige 4K Steelbooks, restlos ausverkauft und kann bei Amazon im Marketplace für über 60 Euro gekauft werden, wohingegen man das Ganze eben in der inhaltsgleichen Edition bei Amazon Italien halt nur mit einem anderssprachigen Zettelchen drumherum, einer anderen C-Card, um wesentlich weniger Geld, nämlich eben sogar unter dem alten deutschen Neupreis kaufen kann. Das war eben auch das, was ich jetzt hier im Rahmen des Black Friday 2023 gemacht habe und wir können da einmal einen Blick auf das Steelbook werfen. Das gefällt mir hier jetzt einmal vom Frontcover Artwork relativ gut. Vor allem mag ich irgendwie diese düstere Erscheinung von diesem Steelbook, vor allem nachdem das alte Blu-ray Steelbook, das ich in der Sammlung habe, ja quasi nur mit einem weißen Hintergrund diesen Roboterkörper oder quasi das Robotergerippe dargestellt wird, was eben ein bisschen steril aussieht, aber das hier wirkt wirklich schön düster. Vor allem mag ich auch, dass dieser metallische Steelbook-Effekt hier sehr schön für diese Outlines in ihrem Gehirn bei ihrem Anzug dargestellt wird, aber eben ganz besonders hier auch für diese, naja, sagen wir mal, Roboter-Eingeweide, die wir hier überwiegend im Bauch haben, auch für diese Venen und Arterien hier. Das gefällt mir besonders gut, dass dann hier auch noch ein bisschen was von dem einfallenden roten Licht im Hintergrund ein bisschen von dem metallischen Steelbook-Effekt mitnimmt. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache und ich mag die Art und Weise, wie sich dieses Frontcover-Artwork hier präsentiert. Aber es gibt ein Artwork bei diesem Steelbook, das ich gleich noch einmal um ein Vielfaches mehr mag, nämlich das hier. Holy freaking hell, ist das absolut wundervoll. Das hier erinnert mich übrigens tatsächlich ein bisschen an das Steelbook-Artwork von Man, ein Film, an den ich wirklich, wirklich nicht erinnert werden möchte. Aber wir bekommen eben in dem Fall ebenfalls ein interessantes Bild, in dem Fall allerdings ein gezeichnet anmutendes von eben
dem Charakter in diesem Blumenmeer, wobei in dem Fall allerdings, finde ich, die Aufbereitung von diesem Steelbook dazu beiträgt, dass dieses Bild wirklich das Meisterwerk ist, das es ist. Denn wir haben hier, finde ich, extrem schön mit diesem Metallic-Effekt gearbeitet, sodass dieser grüne Hintergrund hier sehr schön metallisch leuchtet und natürlich eben die Figur da im Vordergrund darüber erhaben ist, auch wenn man sagen muss, dass das wieder eines von diesen Steelbooks ist, wo der Druck, wenn man das Ganze gegen das Licht bewegt, sich teilweise auch ein bisschen seltsam verfremdet, was man, finde ich, gerade bei diesen Auslassungen in ihrem Kleid, aber auch in ihrem Gesicht sehen kann. Trotzdem, auf einen ersten flüchtigen Blick ist das ein absolut wunderschönes Artwork, wo ich eben dieses leuchtende, wirklich schön leuchtende, satte Grün im Hintergrund einfach nur großartig finde. Wir können dann einmal einen Blick ins Innere werfen. Da sehen wir natürlich eben ganz offensichtlich, dass wir es hier mit denselben Discs zu tun haben, die auch in Deutschland vertrieben werden. Die 4K UHD ist sogar eine Triple Layer UHD 100, beziehungsweise finden wir dann hier den quasi Ethan Hunts Ersatzteillager als Innenartwork von diesem Steelbook, wobei es hier keinerlei metallischen Effekt gibt. Das Ganze ist hier komplett weiß grundiert. Beziehungsweise dann eben ganz einfach hier die Farben drauf gedruckt für die entsprechenden Gesichter, damit das hier möglichst kräftig leuchtet im Inneren von dem Steelbook. Aber finde ich trotzdem hier auch ein sehr schön ausgewähltes Innendesign, das mir persönlich gut gefällt und generell ein 4K-Steelbook zu einem sicherlich großen und interessanten Science-Fiction-Film, auf den ich sehr gespannt bin, wobei ich tatsächlich mit der Nennung von Alex Garland jetzt tatsächlich ein bisschen Angst habe, dass der Film nicht an meinem Interesse komplett vorbeigehen könnte. Aber da muss man halt natürlich als Filmfan auch erstens einfach durch und zweitens wissen, dass es am besten eine Möglichkeit gibt, das herauszufinden, nämlich sich den Film ganz einfach selber anzuschauen.